Hallo Freunde der Clan-Gefechte. Mit diesem Format möchte ich euch ausgewählte Gefechte des Clans Fuso zeigen. Vergesst nicht, wir sind ein Fun-Clan. Es gibt keine Aufnahmebedingungen und keine Taktikversprechen und kein spezielles Training. Jeder, den es dennoch interessiert, der wird auch unterhalten werden. Viel Spaß beim Zusehen. Ich fahre mit nach unten zu C, weil die Henri, die bringt auf A nicht so viel, wenn der Gegner kommt. Das Problem ist, die Henri ist aber riesig und so schwerfällig. Kriegst du deinen Niederbayer mit DPS hoch oder Titus und Niederbayer hoch nachher? Niederbayer und Titus. Okay, dann. Niederbayer und Titus nachher, der Rest ist hier. Genau, wenn die von B kommen, macht's wie ich. Versucht zuzugehen und hinter die Insel zu fahren. Oben. Ja, oder zurückfahren. Ihr müsst da zuerst. Da könnt ihr auch alles schießen oder zurückfahren halt. Genau, ihr müsst gar nicht hier hochfahren, gleich schon, also Richtung C4, damit ihr aufgeht und dann kostspielig drehen müsst. Ihr könnt auch schon theoretisch vom Beginn nach links hier diese Runde drehen. Richtig, dann seid ihr schon hinten und sollte es so sein, könnt ihr damit runterfahren oder irgendwas machen. Wobei halt immer verzögert. Und einfach auf Reichweite spielen. Genau. Und wenn der Feind kommt, halt warten, bis die Verstärkung da ist, weil so weit habt ihr keine Chance. Ja, was für eine Dämon da? Das ist Yonasi. Yonasi kommt mit mir, oder? Mit mir und Gani. Hier quasi hier hin. Ja. Sehr gut. Wir chargen mit DPS, chargen wir an die Außenseite. Yonasi muss jetzt irgendwie hier durch, ne? Ja. Also ich bin einmal gewartet. Sonst noch jemand oder haben die noch einen? Denk Prime. Ich denke aber dieses Mal fährt was zu C. Gani ist offen. Ja, guten Abend Alex, habe ich schon guten Abend gesagt. Dankeschön, das ist mein Schiff. Also Prime offen. Bei mir ist das Prime. Nächste Schiff da unten. Genau, die kommen von hier. Einer kommt von hier. Zwei Leute zielen auf mich. Ja, Achtung. Oh, yes. Wenn dann Prime, dann richte ich schon mal aus da nach oben. Ja. DPS, dann lass uns reinrennen. Okay. Und dann fahren wir jetzt schon mal C rein. Und versuchen sie dann von der Seite zu nehmen, wenn sie wirklich durch die Mitte pressen. Aber das ist noch nichts offen. Ja. Das ist, das ist nur eine Idee wahrscheinlich. Ja. Jetzt hat was geschossen auf mich, von der hinteren Insel. Okay, EPS dann nicht, dann dreh wieder nach rechts. Das kam von hier. Alles gut, war falscher Alarm. Ja, Schiffe. Also ist definitiv aus einer Mitte offen. Wahrscheinlich in der NDD. Dahin offen. Ja, Jungs, ihr müsst euch da bewegen, ihr dürft da nicht stehen bleiben, ne? Nee, das tun wir nicht. Raus. Wenn nichts über AB kommt, dann pusht ihr über AB quasi. Dann pusht ihr über diese Linie hier. Titus zündet mal Radar, um zu gucken, was da ist. Okay, nice. EPS, Hydro, machst du an gleich? Mach ich an, ja. Da kommen die Torpedos von links, scheiße. Das ist Limburg auf 12, das ist nicht ausgespielt. Ja, die sieht uns nicht. Prime macht Radar an. Okay. Oh, das ist gut gespielt von denen. Die kommen in Reichweite, also wenn wir durch die Mitte durchkommen, ich krieg die EPS, Minotaur. Ja, los. Ich bin wieder bei der B pushen. Ja. Oh, du hast keine Ahnung, scheiße. Ich zünd dann vorne Hydro, dass man sieht, wann. Wenn die Gearing. Hit-Tops kommen. Ah, die fährt jetzt nach vorne, ich treff sie nicht. Scheiße. Ich bin gewartet, also warten die. Ich weiß, dass wir kommen. Oder hätten wir vielleicht absprechen sollen. Ja. Ich fahr jetzt schon mal nach vorne. Prime ist raus. Bin da. Und. Hindenburg. Ich fahr links an der Insel vorbei. Steht bitte. Meinst du, schaffst du links? Da steht noch was anderes. Ah, nee, sie fährt jetzt vorwärts. Sie fährt jetzt vorwärts, dann nicht. Du hast die dran, ne? Ja, Hitler läuft. Ich muss jetzt aber unten auf die Minotaur schießen. Leute, ihr müsst hier oben fast durch die Mitte fahren. Also D6, Moskau und Des Moines. Damit ihr die Minotaur beschießen könnt. Mein Hydro geht aus. Titus, kannst du reindrehen? Ich fahr rum und nehm den DD noch mit. Alles klar. Nicht, dass der dann von hinten kommt. Das ist ein spannendes Gefecht jetzt.
DPS zuerst die Hindenburg. Wir müssen die Hindenburg rausnehmen. Ja, die muss weg. Die sauber mal drauf. Die Torps hier waren sehr gefährlich, muss ich sagen, von dir. Los? Was? Ja, schon. Montana? Ja, wir haben den IPS Montana. Wir nehmen die Montana IPS, der Rest kümmert sich um den Rest. Oh, sie hat ja noch Torps. Ja. Sie hatte vorhin geworfen, den bin ich ausgewichen. Da dachte ich, da kommen jetzt nicht mehr, aber... Pass auf, die Minotaur fährt nach vorne. Ja, ich treib sie raus. Okay, IPS dann nicht, warte. Wir können die Montana nicht nehmen, weil hier steht ein Kreuzer. Die Sau steht ja noch rum. Weiß. Minotaur fährt leicht auf. Kann jemand auf die Sau wirken von euch? Weil die müsste nicht sein. Ich muss nur noch um die Insel, wenn ich dann von hinten drauf schießen. Nein. Außerhalb der Reichweite. EPS, schau, ihr dürft nicht weiter vorpushen, ansonsten habt ihr die Montana in der Seite. Ja, wir können aber nicht abdrehen wegen der Montana. Ja, nicht abdrehen, stehen bleiben. Das ist das Problem. Wenn es geht, angewinkelt stehen bleiben, aber nicht weiter nach ja, vorne. Ja, aber angewinkelt geht nicht, Herr Prime, weil die Montana fährt nach rechts aus und die Sau fährt quasi hier lang. Was ist, wenn du... Ja, egal. Die Sau fährt hinter die Insel, wenn du stehen bleibst und raus. Nach hinten links fährst, dann hast du sie beide, kannst du dich gegen beide anwinkeln. Ja, ja. Quasi Vorsicht, dass die Z52 rechts. Ja, jetzt fährst du nach vorne links. Jetzt zeigst du ja mega breit. Aber vielleicht kriegst du sie ja noch so. Also eine Idee. Lass die Monty erstmal stehen. Doch, so, kommt jetzt rum. Der Moin kommt, wird hinter der Insel auch. Lächerlich, lächerlich. Vom Schaden her. Wenn ich ran, die Moin raus. Ja, ich ran die Moin raus. Also die DDs sind alle unten wieder bei euch. Wenn die Monty mich leben lässt? Ja, das sieht nicht so aus. Ja. Jetzt wird's noch spannend, ob Moskva und der Main Jonasi von oben rüber kam. Ja. Jonasi fahrt da nicht raus. Nee, ich... Wartet auf die anderen. Wir müssen, wenn ihr keinen... Der Kufus muss in Aktion kommen. Nein, habt ihr, wenn ihr eine gute Position habt, dass nicht alle auf euch schießen können, dann schießt ein Ziel raus, am besten die Sau. Pusht nicht nach vorne, wir haben 3 Caps. Die Montana braucht ewig, bis sie da ist. Jemand muss die einen DD rausnehmen. Wo sind die DDs? Hey, moin, Jonasius. Nicht da oben. Hast du Radar? Mein Radar geht bis schon hier. Gezündet, aber ich bin hoch. Von hier und ist Montana. Drauf. Wofür, ist nicht rausfahren. Nein, ich bremse. Okay, okay. Ja, jetzt bremsen kann ich nicht. Problem sind jetzt die DDs mit den Torpedos. So, ein DD ist hier rüben. Erstmal die Sau rausnehmen. Niederbayer, du musst auch auf die Sau schießen. Ja. Hearing ist rechts. Warum stehst du da hinter dem Berg? Was? Jani, du musst mit halber Kraft nach vorne fahren, weil die Gearing wird ja von hinten rein torpedieren jetzt. Halbe Kraft nach vorne. Was Sau? Ja, ist die jede Meulen, ne? Genau, aber du musst trotzdem mit halber Kraft nach vorne, sonst kriegst du gleich Torpedos von... Ich krieg die auch von vorne. ...von Achter. Da sind die Torpedos, oder nicht? Ja, ja. Ja, perfekt, dann musst du nicht mehr. Das sind da so zweite Spread gewesen. So, jetzt die Dämonen. So, jetzt die Dämonen. Dämonen muss unbedingt, und danach die Monty. Wo ist die, wo fährt Titus hin? Ja, ich dachte, ich sollte zurückfahren, hast du... Nein, du musst doch runterkommen. Wo willst du hin? Darum ist doch keiner. Du musst dir doch helfen. Ja. Da oben ist doch niemand. Nein, Moment mal. Einfach nicht so alle nicht so viel quatschen. Dann kommt auch nichts durcheinander. Ja, die Dämonen kommt gleich für Ionas. Ist das Ionas für Niederbayer rum, oder? Ja. Ja, genau. Die zeigt dann gleich die Beizeit. Ach, dich Legendary Gunny. Das ist ein bisschen out of play. Ja. Sorry. Also ich hab wieder hast du Hydro? Siehst du, dass du wieder reinkommst? Gani, hast du Hydro? Meine Hydro läuft. Ah, okay, weil siehst du, da wo der Nebel ist, da ist auch die Gearing. Ich hab keine andere, großartig andere Wahl. Ich kann versuchen, sie zu rammen. Genau, schaffst du es, sie zu rammen? Das wäre nein. Ja, die wird jetzt schon langsam werden, denke ich mal. Ja, weil die Gearing hat gleich die Torpedos. Torpedos von links. Torpedos von links, Gani. Hart abbremsen und links. Ah, shit. Nein, nicht abbremsen. Das war reiten. Verwirrt ihn doch nicht, lass ihn nochmal. Ja, da keine Chance. Wo kamen die Torpedos her? Kann ich die mit Radar aufdecken? Nee. Hinter dem Moin. Oh, vielleicht hat er. Einfach weiterfahren, Gani. Einfach weiterfahren. Ja, mach ich doch, zwei, weiß oder? Ich. Ja, zwei. Und drei.
2. Das kann ich werden. Du bist doch mal aus. Oh shit. Nein, wir haben 870. Scheiße. Das war zu früh. Ja, ist egal, hilft nichts. Ausgenommen werden. Eindrehen konnte ich nicht mehr, war zu langsam. Ne, Titus, bleib einfach oben stehen, so wie du jetzt bist. Hilft nichts mehr. Streamt der Prime eigentlich auf Twitch? Nein, der Prime streamt auf YouTube. Den Link findest du unterm Stream. Ich kann doch Niederbayer den guten Namen. Ja, das Beste, was Niederbayer noch rausholen kann, ist ein Deal. Ich will mit einer Seite jetzt rausnehmen, oder? Oder erwischt die Gearing noch? Das wäre auch. Die Gearing wäre auch was Scharfes. Ja, es sind die Türme falsch. Shit. Ja. Wenn du wegfährst, können wir vielleicht noch einen Punkten schaffen. Ich kann nicht mehr wegfahren. Du hast ja gerade noch versucht, aber ich bin in der Aufdeckungsreichweite. Ja, aber wenn du jetzt rausfährst, stößt du voll breitseitig. Ja, deswegen. Ich kann. Ach, vergiss. Erst dieses sich. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Zurückziehen. Das ist alles gut. Dann ich soll rausfahren, dann soll ich mich da zurückziehen. Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückziehen. Er ist vorbei. Ja, also das Zurückziehen galt nicht für euch da oben. Das galt für uns. Für uns unten. Ich dachte, wir spielen Zeit mit der Zeit runter, aber. Und über die Punkte. Ist alles gut, Mensch. Naja. Du musst das verlieren können, die waren einfach besser. Die zwei Gearings in der Mitte. Das ist schlau. So schlau ist es auch nicht. Ja, es ist jetzt kein Weltwunder. Gewinnen können, wenn wir uns halt zurückgehalten hätten oben. Ja, dann hätten halt unten die Leute nicht sterben dürfen. Aber die hätten so oder so sterben können, aber dann hätten wir noch 2 Punkte gehabt und wären nicht rechtzeitig da gewesen. Das meine ich. Hätten sie wahrscheinlich nicht halten können gegen 4 Schiffe. Da hätten wir ja auch nicht das ist schwierig gewesen wäre. So war mein Gedanke. Gut, hier noch ist raus. Und dann nehmen wir Jackmatch, wa? Dann wünsche ich euch heute noch einen erfolgreichen Abend. Ja, viel Spaß hier. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann.